Auf Deutsch? Auf Deutsch. Alles auf Deutsch. Nur auf Deutsch. Komplett Deutsch. Also, du hast jetzt ein bisschen die Gelegenheit, mit mir über den Tacker zu lästern. Sehr schön, okay. Oder? Ich habe ein paar Fragen vorbereitet über meine Heirat zu Tacker, die ich gerne mal die Mama fragen würde. Du warst ja schon mal in Japan. Ja. Wie fandest du das denn? Ganz toll, eine ganz andere Kultur. Die Menschen waren sehr, sehr, sehr höflich, auch hilfsbereit. Also in der U-Bahn und so haben sie gleich gefragt, kann ich ihnen helfen? Auf Englisch auch oft. Und auf Englisch, genau. Das Essen war sehr gut, hat uns alles gut geschmeckt. Was hat dir denn am besten geschmeckt? Sushi. Sushi, ich mag Sushi. Sehr gut. Wir waren ja in sehr vielen unterschiedlichen Städten, zum Beispiel in Kyoto und in Tokio und in Osaka. Wir waren auch in den Bergen mehr. Wo hat dir denn die Landschaft zum Beispiel sehr gut gefallen? Natürlich in den Bergen. In den Bergen, weil die Deutschen lieben die Berge. Nein, weil da viel Natur ist. Ah ja. Mir hat das Freilichtmuseum gefallen. Ah ja, das war auch in Takayama. Mit den alten Häusern und den, der alten Handwerkssachen, die man da anschauen konnte. Genau. Ja, das war super schön. Das war sehr interessant. Also du interessierst dich auch für die japanische Kultur, oder? Absolut. Das ist toll. Ja. Du hast oben auch ein paar Fotos von den Geishas und sowas. Ja, es ist auch schön anzusehen alles. Und aber du hattest selber noch nie ein Kimono an, oder? Nein. Willst du mal? Von mir aus. Nächstes Mal, wenn wir in Japan sind, dann können wir die Mama mal in ein Kimono anziehen. Ja. Habe ich nichts dagegen. Ich probiere alles. Kannst du dich noch daran erinnern, wann ich das erste Mal in Japan war? Sehr lange her. Ja. Da warst du noch sehr jung. Ja. Ich glaube 16 oder so. Ich war 18. Ich war gerade mit der Schule fertig, bevor ich in die Uni bin. Ich war für 6 Wochen da. Als ich gesagt habe, ich will nach Japan zum Lernen vom Japanisch, was hast du dir gedacht? Warum nicht? Aber es ist so weit weg. Ich glaube, das hören wir noch ein paar Mal hier in dem Interview. Ich bin wiedergekommen. Kannst du dich irgendwie an irgendwas erinnern, wo du dir gedacht hast, oh ja, meine Tochter wird erwachsen oder... Ja, das hast die Sprache gelernt, das war schon toll. Ja, schlecht als recht. Ja, aber es war toll, dass du überhaupt merkst dir die Sachen und weil es eine schwierige Sprache für uns ist. Ja. Und man sie nicht ableiten kann von anderen Sprachen. Und dass es auch noch die Schrift so schwierig ist. Ja, die kann ich immer noch nicht. Aber du kannst sie wenigstens lesen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Langsam geht's. Ja, und das finde ich, da sind wir schon stolz auf dich. Wie viele Sprachen sprichst du übrigens? Deutsch, Spanisch, ein bisschen Englisch, ein bisschen Italienisch. Nicht schlecht, oder? 4 Sprachen. Französisch habe ich mal gelernt, aber da kann ich nicht mehr viel. Warst du nicht irgendwann vor ein paar Jahren in Frankreich? Ging es da nicht mit dem Französisch reden? Nein, gar nicht. Da musste der Papa Französisch Kurs machen und dann hat er Französisch gelernt. Also der Papa kann ein bisschen Französisch. Aber sehr, sehr wenig. Also ich komme aus einer Familie mit lauter sprachbegabten Leuten. Und nee, doch, finde ich schon. Okay, ich wechsle mal komplett das Thema. Wann haben du und der Papa geheiratet? Oje. Sehr lange her. 1989. Wie alt warst du da? Da war ich... Oje, da muss man jetzt rechnen. Ich bin 65 geboren. Wie alt war ich da, Lena? Oh, keine Ahnung. Ist nicht so wichtig. Doch. Nein. Also du warst 24, als du geheiratet hast. Und der Papa war 7 Jahre älter. Das heißt, er war... 31. Ich war 27, als ich geheiratet habe. Fandest du, dass das sehr früh war oder spät? Oder? Nein, das war in Ordnung so. Nicht zu früh und nicht zu spät. Okay, fand ich auch so. Aber du hattest den Tacker ja auch davor schon kennengelernt, ein paar Mal. Ja. Was hast du dir denn als erstes gedacht, als ich gesagt habe, ich habe einen japanischen Freund? Oh! Ich habe mir gedacht, ah Mist, man kann mit ihm nicht reden, weil er
die Sprache vielleicht nicht kann, mhm, und man kann ihn nicht so umarmen wie bei dir. Genau, und kann man küssen. Ist ganz schwierig. Ja, ja, mhm, dass es so ein bisschen Abstand hat alles. Mhm. Und das finde ich ein bisschen schade. Okay, und dann hast du ihn kennengelernt und du kannst aber trotzdem mehr oder weniger mit ihm reden. Ja. Und du versuchst ihn auch manchmal zu küssen. Zumindest zu umarmen. Zumindest zu umarmen. Ja. Genau. Genau. Da muss er noch dran arbeiten. Das ist ja schwierig für Japaner, glaube ich, die deutsche Kultur. Mhm, ich glaube auch. Ja, das glaube ich auch. Als ich gesagt habe, oh, ich habe jetzt in Japan einen japanischen Freund und ich bleibe da erstmal. Was war denn da so deine erste Reaktion? Ja, die erste Reaktion ist so weit weg. Und dass wir sie nicht mehr um die Ecke sehen können. Ja, das war das Schlimmste. Mhm. Oder ist immer noch das Schlimmste. Mhm. Mhm. Und du warst jetzt seit 10 Jahren nicht mehr in Japan. Mhm. Würdest du mal wieder gerne? Ja. Vor allem, weil du jetzt viel mehr über Japan weißt. Ja, ich bin ein Reiseführer. Genau, und du uns sehr gut überall Tipps geben kannst oder auch mitgehen kannst und uns alles schön erklären kannst. Und das ist natürlich super toll. Meine ganzen Freunde haben auch schon alle gesagt, sie wollen mal unbedingt vorbeikommen. Mhm. Und dann führe ich alle rum und die Eltern natürlich auch. Das wird wahrscheinlich, denke ich, noch 2 Jahre dauern, mindestens, bis der Papa in Rente ist. Also, dann wenn der Papa in Rente ist, kommt ihr für ein paar Monate vorbei. Für ein paar Monate? Versprochen. Nee, für ein paar Monate ist zu lang. Muss man mal gucken. Muss man mal gucken. Wir brauchen Badeurlaub. Ah, ja, das geht auch in Japan. Alles gut. Also speziell darüber, dass ich einen Japaner geheiratet habe. Also ich bin ganz glücklich mit meiner Entscheidung. Bist du auch mehr oder weniger glücklich mit meiner Entscheidung? Ja, glücklich bin ich, weil ich weiß, dass du dort glücklich lebst und zufrieden lebst und deshalb ist es für uns in Ordnung. Okay, ja, das finde ich ist gut zu hören. Mhm. Es ist schön, wenn man Eltern hat, die einen da unterstützen, egal was man so macht. Ja, und ich weine immer hier, weil Lena so weit weg ist. Es ist schon toll. Ja. Es ist sehr schön, hier zu sein. Jetzt wollen wir ein bisschen über den Tacker lästern, oder? Mhm. Also so im Speziellen über den Tacker lästern. Er hat schon so ein paar Sachen, die ganz komisch sind, oder? Ja, ja. Also, dass er ständig duscht zum Beispiel. Ja, genau, genau, ganz schlimm. Also, ich bin ja der Meinung, dass nicht alle Japaner so viel duschen wie der Taka. Ja, er ist schon extrem. Sehr extrem sauber. Mhm. Ich glaube, du bist ja normalerweise, du hast es auch immer sehr gerne sauber, so in der Wohnung und alles Mögliche. Ja. Ich weiß nicht warum, aber in Japan sind die Deutschen sehr bekannt dafür, dass sie sehr sauberkeitsfanatisch sind. Ja, es ist oft so. Klar ist es nicht jeder, aber ich jetzt nicht so. Aber normalerweise eher schon. Ja. Ja. Aber die Japaner, oder zumindest der Taka, der nochmal ein ganz anderes Level. Ja. Und das ist halt was, worüber wir immer gerne lästern. Ja, genau. Ja, ja, ja. Da muss ich immer lachen. Genau. Ja. Zum Beispiel, wenn der Taka seine Hose auszieht und vor die Tür geht und sie dann ausschüttelt, weil da ist ja so viel Staub dran, also viel Pollen dran. Ja, ja, ja. Dann steht er in seiner Boxershorts vor unserem Haus hier. Mhm. Und die Nachbarn denken sich alles, oh, der komische Japaner. Ja, genau. Genau. Sonst noch irgendwas? Dass er immer alle Lichter anlässt. Ah ja, gut, das Problem habe ich auch. Ich bin es irgendwie, keine Ahnung, wir haben so eine kleine Wohnung, da sind die Lichter eh quasi immer an überall. Ja. Aber hier in dem riesigen Haus, da geht man einmal die Treppe rauf, dann sind 10 Lichter an und dann geht man wieder runter und vergisst sie alle auszumachen. Dann sind die 10 Lichter immer noch an und dann denkst du dir so am Grund der Treppe, oh Gott, da muss ich jetzt wieder hochlaufen. Genau. Schrecklich. Ja. Das Haus ist sehr groß. Mm. Ja, und was ich auch noch lustig finde, ist, dass er sich vor Hummeln und Bienen ein bisschen scheu ist. Ja, er fürchtet sich ganz arg vor Insekten. Insekten, ja, genau. Und das finde ich lustig. Ja, ich auch. Obwohl er überhaupt kein so ein Stadtkind ist. Nein? Nein, überhaupt nicht. Also da, wo er herkommt, da ist auch sehr viel Natur. Und ich, unter Umständen werde ich mit dem Taka vielleicht irgendwann mal Kinder haben. Ja, sehr gut. Ja, sehr da freuen wir uns schon. Okay, es ist schon mal eine gute Reaktion. Macht ihr euch unter da? Unter Umständen. Ja, unter Umständen. Ich möchte das so.
Das wollen wir genau wissen. Nein, 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 du nein, willst nein, 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 unter Umständen. Also, unter Umständen vielleicht, unter Umständen. Ganz sicher. Nicht ganz sicher, aber doch. Vielleicht unter Umständen mal Kinder. Wir können schon hier ganz klar hören, du bist für Kinder. Mhm. Aber die sind ja schon dann sehr weit weg. Ja, das ist auch sehr traurig dann. Und dann reden die auch unter Umständen Japanisch. Nein, dann bestehe ich drauf, dass meine Tochter sie mit Deutsch erzieht. Ich kann mich an eine Story erinnern. Also du hast muttersprachlich Spanisch gesprochen und hast deinen Kindern nicht beigebracht, weil du gesagt hast, es ist so schwer, das hier in Deutschland beizubehalten, wenn der Ehemann das nicht auch spricht. Das stimmt. Und jetzt willst du aber, dass ich in Japan als alleinige Deutschsprechende meinen Kindern Deutsch beibringe. Ja. Obwohl du es selber nicht gemacht hast. Ja. Weil es so ein Fehler war. Es war ein Fehler. Sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Aber es würde mich super freuen, wenn sie das könnten. Also muss der Taka noch mehr Deutsch lernen. Das wäre schön. Schon, oder? Ja. Er kann schon sehr gute Wörter. Ja, was und ist deine Meinung zu seinem Deutsch? Gut. War überraschend, oder? Ja, sehr überraschend. Gut. Er muss jetzt noch wirklich viel mehr Hörverständnis trainieren, glaube ich, weil... Er muss viel sprechen, ist das Problem. Er kann, glaube ich, mittlerweile sehr viele Wörter und so ein bisschen Grammatik. Hm. Aber das Hörverständnis ist gar nicht da und ja, ich glaube, wir müssen einfach von jetzt an einfach nur noch Deutsch mit ihm reden. Ja. Ich glaube, das ist schwer. Ich auch. Also, du schaust immer unseren YouTube-Kanal, richtig? Ja, ja, regelmäßig, damit ich wenigstens meine Tochter so sehen kann. Mhm. Leider, leider macht sie den YouTube-Kanal nicht auf Deutsch oder mit Untertiteln auf Deutsch. Und da bin ich sehr, sehr traurig drüber. Genau. Also, die Mama ist unser allergrößter Fan. Ja. Ja. Aber leider versteht sie quasi nichts, was abgeht in den Videos. Ja, das finde ich sehr schade. Du siehst ja auch immer, wie wir in YouTube halt unser Leben verbringen in Japan. Mhm. Was denkst du da immer darüber? Ja, dass sie viel unternehmen, weil man ja auch vieles kennenlernt auch. Sie gehen ja auch verschieden essen. Mal Deutsch, mal irgendwas anderes, Kebab oder wie auch immer. Das ist natürlich auch sehr interessant, finde ich. Aber mir ist heute aufgefallen, es gibt mindestens 10 Ramenladen in München. Hm, okay. Es gibt keine 10 deutschen Restaurants in Nagoya. Hm. Also da ist noch so ein bisschen die Balance, die könnte noch besser sein. Ja, aber die asiatische Küche ist hier sehr gut angekommen. Also der Taka hatte schon gesagt, vielleicht können wir auch mal in Deutschland leben. Ja, das wäre super. Da würde ich mich das sehr, freuen. Sehr freuen, ja. Auch wenn es in Düsseldorf ist. Nein. Das muss dann München sein. Ja. So, so. Das wäre sehr schön. Okay. Na ja, schauen wir mal. Ja. Und das mit den Kindern schauen wir auch mal. Das muss. Ja. Doch. Das wollen wir schon. Ja, ja. Hm. Ihr habt noch einen älteren Sohn. Nein, nein. Ihr habt es dann machen. Nein, nein, nein. Muss dann nicht sein. Doch, doch. Nein, nein. Doch, doch. Nein, nein. Das ist wichtig. Na. Also hast du noch irgendwas abschließend, das du loswerden möchtest? Wie gesagt, wir haben jetzt über alles gesprochen, was wichtig ist. Was dir auf dem Herzen brennt. Nein. Dass du mich lieb hast. Ja. Ja. Ich hab dich auch lieb, Mama. Ja. Schön. Und es ist sehr schön, hier zu sein. Ja. Ich freue mich auch. Riesig. Ich komme wieder. Ja. Versprochen. Ja. Das war das Interview mit meiner Mama über alle Dinge Japan, Hochzeit und Kinderkriegen und YouTube-Kanal und Erziehung. Erziehung, all das. Sprachen sprechen. Mhm. Genau. Wenn dieses Video witzig für euch war, dann bitte einmal hier den Daumen hoch drücken und auch bitte den Kanal abonnieren. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video, dann wieder auf Japanisch. Tschüss!